Hier regiert die Korruption, dessen bin ich sicher. Die Anzahl der Verletzungen durch die Maschinen hier geht ins Unermessliche und trotzdem macht die Firma weiterhin Profite. Das muss aufhören, zum Wohl der armen Arbeiter, die sie missbrauchen. Wenn wir doch nur irgendeinen Beweis hätten. Irgendwo da drin muss es Aufzeichnungen zu den Unfällen geben, die ihre Vergehen belegen könnten. Ich schätze, sie müssen zum Vorarbeiter. Doch wie bringt man ihn dazu, ihnen die Berichte zu geben? Vielleicht, wenn die glauben, dass es in der Fabrik brennt, könnten sie sich durchmogeln. Hier wird doch alles abbrennen! Holt schnell eine Feuerspritze! Beeilung! That's far enough. That's far enough. Wir müssen sie herausbringen, bevor das Feuer sie verschlingt. Mutter Gottes, Sie haben recht. Folgen Sie mir schnell. Sie müssten gleich hier drin sein. Oh, da sind Sie ja. Gut, Sie sind sicher. Stahl!
doing, Evie? Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Ich fürchte, meine kommende Versammlung soll gestört werden. Streikbrecher vielleicht oder Polizeispitze. Rohlinge, die den Vormarsch des Fortschritts fürchten. Warum reiß ich dir nicht einfach? Keine Angst, Herr Mao. Ich passe auf sie auf. Wunderbar. Danke. Ich muss mich vorbereiten, aber wir sehen uns ja gleich. Aber ich werde es trotzdem tun. Er hat so viel geopfert, damit wir alle davon profitieren. Ich bitte um einen warmen Empfang für Herrn Karl Marx. Keinen Mucks, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich stehe heute mit schwerem Herzen hier vor euch. England steht an der Spitze des kommerziellen und industriellen Europas. In den letzten 20 Jahren kam es zu einer beispiellosen Entwicklung der Industrie und einer enormen Steigerung der Importe und Exporte. Beseitigen konnte, sondern das ganz im Gegenteil. Ihre
schweren Effekten dieser sozialen Plage mit dem Namen kommerzielle und industrielle Krise. Ich glaube, es ist keine Notwendigkeit. Fordern, dass die Gesetze von Moral und Anstand, die in Beziehungen zwischen Menschen als rechtens erachtet werden, auch als oberstes Prinzip zur Regelung der Arbeit in diesem Land anerkannt werden. Der Anerkennung ist ein unteilbarer Teil des Kampfes für die allgemeine Emanzipation der Arbeiterklasse. Und so sage ich euch, Proletarier aller Länder, Ladies and Gentlemen! Diese Versammlung wird vertagt! Nun alle gehen! Außer dem geschätzten Herrn Marx! Wir müssen uns mit ihm kriegen! Bleiben Sie unter dem Punkt genau! Dafür bin ich ja hier! Und weiter geht's!
Sie haben den Londoner Arbeitern einen großen Dienst erwiesen. Und die Reformen, die wir anstreben, werden sicher schon bald umgesetzt. Sie wollen nicht zufällig der Arbeiterpartei beitreten. Ich interessiere mich nicht für Politik. Er interessiert sich für nichts, bei dem man nachdenken muss. Heißt das, Sie treten ein, Genossin Ivy? Ich fürchte, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ehrenmitgliedschaften vielleicht? Sie geben nicht auf, oder? Das haben wir dann wohl gemeinsam. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Someone up to no good. Bored. Thank you.
Ja. Kinderarbeit beschlossen, doch ich sage, bringt sie zurück. Nun lass. Das wird sie nicht ewig durchhalten. Treffen. Du langweilst mich.
Miss Duke, nicht aufregen. Etwas Ruhe würde mich freudig stimmen. Ich weiß, dass Eberlein sie schickt. Er ist mir schon länger auf der Spur. Die halbe Arbeit ist getan. Yes! Er wird mich nicht lange festhalten. Ich bin schon öfter wieder aus dem Gefängnis raus, als ich zählen kann. Mich kann man nicht einsperren. Das werden wir ja sehen. Ich sagte, verpiss dich! Ganz ruhig, Miss Duke. Ich habe noch etwas mit Ihnen zu regeln. Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Lass mich sofort hier raus!